bitten, sie nach den 10 Geboten zu leben. Ja. 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 Also unbewusst. Also jetzt nicht, dass wir jetzt irgendwie die Bibel zu Hause liegen haben und jetzt, oh, das soll's, und das jeden Tag, dass man das jeden Tag liest, aber man versucht es unbewusst, weil man das ja so, weiß nicht, mal so erzogen worden ist. Wenn man so erzogen ist, geben Sie es dann auch so weiter? Also ich arbeite schon mal im Kindergarten, vom Berufswegen her gebe ich es schon weiter, ja. Was fällt euch zu diesem Stichwort ein? Oh, das sind aber die Falschen. Kommt drauf an, in welchem Bezug. 10 Gebote gibt es ja in der Bibel, aber da kennen wir uns jetzt eher nicht so aus, würde ich mal sagen. Das macht ja nichts. Veraltete gesellschaftliche Regeln, die heutzutage nicht mehr wirklich anwendbar sind. Haben die überhaupt keinen aktuellen Bezug mehr? Teils, weil die wurden ja damals gemacht im Prinzip für die damaligen Verhältnisse. Zum Beispiel sollst du nicht Ehe brechen, das war damals sehr viel schlimmer. Weil damals hatte eine Frau im Prinzip keine Existenzgrundlage ohne ihren Mann, ist ja heute überhaupt nicht mehr aktuell. Also du sollst nicht töten, ist natürlich immer noch sinnvoll und lügen tut ja eh jeder. Also ja, teils veraltet, teils kann man es auch benutzen. Versucht ihr trotz allem, auch trotz des Veralteten, euch irgendwie an diese Richtlinien zu halten, nach denen zu leben, wenigstens unbewusst? Also ich habe noch nicht getötet. Ja, also ich denke jetzt nicht unbedingt nach den 10 Geboten, ich denke aber auch, dass man so Grundgebote oder...